Український центр оцінювання якості освіти зовнішнє незалежне оцінювання з німецької мови. Teilhören. Teilhören besteht aus drei Aufgaben. Sie hören mehrere Texte und lösen Aufgaben dazu. Vor jedem Hörtext gibt's Pausen, in denen Sie die Aufgaben lesen sollen. Am Ende jeder Pause hören Sie dieses Signal. Hören Teil 1 Sie hören nun sechs kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie eine Aufgabe. Fehlen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C? Tapetenwechsel im Urlaub. Was bedeutet das für Sie? Sechs Schweizer antworten auf diese Frage. Lesen Sie nun die Aufgabe 1. Dazu haben Sie 15 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt Text 1. Um mich zu entspannen, muss ich die gewohnte Umgebung verlassen. Sonst sehe ich ständig, was ich noch zu tun habe. Ich brauche einen Tapetenwechsel, um zu Kräften zu kommen und aus anderen Orten neue Ideen mitzubringen. Das ist auch der Grund, warum wir im Urlaub meistens wegfahren. Besonders gern mache ich Urlaub in einem fremden Sprachgebiet, weil ich mich da anstrengen muss, mich in einer anderen Sprache zu verständigen. Sie hören jetzt Text 1 noch einmal. Um mich zu entspannen, muss ich die gewohnte Umgebung verlassen. Sonst sehe ich ständig, was ich noch zu tun habe. Ich brauche einen Tapetenwechsel, um zu Kräften zu kommen und aus anderen Orten neue Ideen mitzubringen. Das ist auch der Grund, warum wir im Urlaub meistens wegfahren. Besonders gern mache ich Urlaub in einem fremden Sprachgebiet, weil ich mich da anstrengen muss, mich in einer anderen Sprache zu verständigen. Lesen Sie nun die Aufgabe 2. Hören Sie jetzt Text 2. Ein Tapetenwechsel bedeutet für mich, andere Länder und Kulturen kennenzulernen. Ich beschäftige mich mit Fragen und Inhalten, für die es im Alter keinen Platz gibt. Dafür brauche ich unbedingt genügend Zeit. Das ist mit einem anderen Tagesablauf verbunden. Für einen wirklichen Tapetenwechsel brauche ich eine größere Distanz. Hier in der Schweiz mache ich eher Kurzurlaub, zum Beispiel eine Motorradtour am Wochenende. Sie hören jetzt Text 2 noch einmal. Ein Tapetenwechsel bedeutet für mich, andere Länder und Kulturen kennenzulernen. Ich beschäftige mich mit Fragen und Inhalten, für die es im Alter keinen Platz gibt. Dafür brauche ich unbedingt genügend Zeit. Das ist mit einem anderen Tagesablauf verbunden. Für einen wirklichen Tapetenwechsel brauche ich eine größere Distanz. Hier in der Schweiz mache ich eher Kurzurlaub, zum Beispiel eine Motorradtour am Wochenende. Lesen Sie nun die Aufgabe 3. Hören Sie jetzt Text 3. Urlaub entspricht dem Wunsch, Projekte zu realisieren. Ich verwirkliche Träume oder realisiere Aufgaben, die im Alltag keinen Platz haben. Das heißt, ich pflege einen Garten oder baue ein Haus um. In diese Arbeit bringe ich meine ganze physische und intellektuelle Energie. Ich genieße es auch, die Resultate meiner Arbeit zu sehen. Urlaub bedeutet für mich Überraschungen. Der Alltag ist Wiederholung. Sie hören jetzt Text 3 noch einmal. Urlaub entspricht dem Wunsch, Projekte zu realisieren. Ich verwirkliche Träume. Oder realisiere Aufgaben, die im Alltag keinen Platz haben. Das heißt, ich pflege einen Garten oder baue ein Haus um. In diese Arbeit bringe ich meine ganze physische und intellektuelle Energie. Ich genieße es auch, die Resultate meiner Arbeit zu sehen. Urlaub bedeutet für mich Überraschungen. Der Alltag ist Wiederholung. Lesen Sie nun die Aufgabe 4. Hören Sie jetzt Text 4. Urlaub gibt mir die Möglichkeit, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Wichtiger als ein Tapetenwechsel ist für mich, dass wir den Urlaub als Familie erleben, dass wir gemeinsam etwas unternehmen können. Das ist natürlich auch anders als der normale Alltag, wo oft sogar die Wochenenden voller Aufgaben sind, wie zum Beispiel Turniere durchführen oder andere Arbeiten. Urlaub macht es für uns möglich, als Familie zusammen zu sein. Sie hören jetzt Text 4 noch einmal. Urlaub gibt mir die Möglichkeit, mehr Zeit mit der Familie zu verbringen. Wichtiger als ein Tapetenwechsel ist für mich, dass wir den Urlaub als Familie erleben, dass wir gemeinsam etwas unternehmen können. Das ist natürlich auch anders als der normale Alltag, wo oft sogar die Wochenenden voller Aufgaben sind wie zum Beispiel Turniere durchführen oder andere Arbeiten. Urlaub macht es für uns möglich, als Familie zusammen zu sein. Lesen Sie nun die Aufgabe 5. Hören Sie jetzt Text 5. Ich habe gerade vor kurzem gedacht, wie wunderschön es hier in der Schweiz ist. Einen Tapetenwechsel brauche ich eigentlich nicht. Ich reise aber an andere Orte, weil ich erfahren möchte, wie es dort ist. Ich mache in Urlaub eigentlich nicht viel anderes als hier. Nur bin ich den ganzen Tag unterwegs. Ich bringe aber ein Stück Fremde mit und eine größere Aufmerksamkeit für das, was es hier gibt. Sie hören jetzt Text 5 noch einmal. Ich habe gerade vor kurzem gedacht, wie wunderschön es hier in der Schweiz ist. Einen Tapetenwechsel brauche ich eigentlich nicht. Ich reise aber an andere Orte weil ich erfahren möchte, wie es dort ist. Ich mache in Urlaub eigentlich nicht viel anderes als hier, nur bin ich den ganzen Tag unterwegs. Ich bringe aber ein Stück Fremde mit und eine größere Aufmerksamkeit für das, was es hier gibt. Lesen Sie nun die Aufgabe 6. Hören Sie jetzt Text 6. Tapetenwechsel bedeutet für mich den Einfluss einer neuen Umgebung. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo mit einem Getränk sitze. In meinem Alter ist es wichtiger, Neues zu erleben, als sich zu erholen. Es ist wertvoll, wenn man Menschen kennenlernt und nicht nur bei seiner eigenen Meinung bleibt. Begegnungen mit Menschen, sowohl mit den Schweizern als auch mit den Ausländern, sind fast genauso wichtig wie der Ort. Sie hören jetzt Deck 6 noch einmal. Tapetenwechsel bedeutet für mich den Einfluss einer neuen Umgebung. Zum Beispiel, wenn ich irgendwo mit einem Getränk sitze. In meinem Alter ist es wichtiger, Neues zu erleben, als sich zu erholen. Es ist wertvoll, wenn man Menschen kennenlernt und nicht nur bei seiner eigenen Meinung bleibt. Begegnungen mit Menschen, sowohl mit den Schweizern als auch mit den Ausländern, sind fast genauso wichtig wie der Ort. Ende hören, Teil 1. Hören, Teil 2. Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch zweimal. Dazu lösen Sie fünf Aufgaben. Wählen Sie sind die Aussagen richtig oder falsch? Dreimal in der Woche können die Menschen im bayerischen Ostheim vor der Rhön die kleinste Zeitung Deutschlands bekommen. Die Ostheimer Zeitung lesen nur ca. 1000 Menschen. Sie gehört dem 70-jährigen Volker Gunzenheimer. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 bis 11. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt das Gespräch. Herr Gunzenheimer, Sie sind Chefredakteur, Reporter, Fotograf und Chefdrucker in einer Person. Ziemlich viel Arbeit, oder? Eigentlich nicht. Die Zeitung gibt es seit 100 Jahren. Da ist vieles alltäglich. Ich habe auch viele Kontakte im Ort, treffe immer viele Leute und bekomme viel Post. Ich habe also keine Probleme bei Recherche. Und meine Familie arbeitet im Verlag mit. Aber als Chef höre ich bald auf. Dann machen meine beiden Kinder mit der Zeitung weiter. Ostheim hat nur 3500 Einwohner. Wie kriegen Sie da dreimal in der Woche eine Zeitung voll? Wir haben viele Vereine im Ort und drucken regelmäßig den Vereinskalender. Die Leute interessiert das sehr. Sie lesen ihn immer genau durch. Und die Auswahl an Themen über Heimat- und Ortshistorie ist gigantisch. Das geht nie zu Ende. Gerade haben wir eine neue Serie, Häuser und Kassen erzählen. Ich höre auch immer sofort, ob den Leuten etwas gefällt oder nicht. Aber zu viel Kritik gibt es nicht. Die Menschen in Ostheim sind freundlich. Welche ihrer vielen Aufgaben macht Ihnen denn am meisten Spaß? Mir gefällt die Kombination aus Bild und Text. Zu lange Texte mögen unsere Leser auch nicht. Außerdem mache ich selbst sehr viel Sport. Da freue ich mich immer, wenn ich mit dem Fahrrad zu einem Fußballspiel fahre und dann darüber schreibe. Sie hören das Gespräch noch einmal. Herr Gunzenheimer, Sie sind Chefredakteur, Reporter, Fotograf und Chefdrucker in einer Person. Ziemlich viel Arbeit, oder? Eigentlich nicht. Die Zeitung gibt es seit 100 Jahren. Da ist vieles alltäglich. Ich habe auch viele Kontakte im Ort, treffe immer viele Leute und bekomme viel Post. Ich habe also keine Probleme bei Recherche. Und meine Familie arbeitet im Verlag mit. Aber als Chef höre ich bald auf. Dann machen meine beiden Kinder mit der Zeitung weiter. Ostheim hat nur 3500 Einwohner. Wie kriegen Sie da dreimal in der Woche eine Zeitung voll? Wir haben viele Vereine im Ort und drucken regelmäßig den Vereinskalender. Die Leute interessiert das sehr. Sie lesen ihn immer genau durch. Und die Auswahl an Themen über Heimat- und Ortshistorie ist gigantisch. Das geht nie zu Ende. Gerade haben wir eine neue Serie, Häuser und Kassen erzählen. Ich höre auch immer sofort, ob den Leuten etwas gefällt oder nicht. Aber zu viel Kritik gibt es nicht. Die Menschen in Ostheim sind freundlich. Welche Ihrer vielen Aufgaben macht Ihnen denn am meisten Spaß? Mir gefällt die Kombination aus Bild und Text. Zu lange Texte mögen unsere Leser auch nicht. Außerdem mache ich selbst sehr viel Sport. Da freue ich mich immer, wenn ich mit dem Fahrrad zu einem Fußballspiel fahre und dann darüber schreibe. Ende hören Teil 2. Hören Teil 3. Sie hören nun noch ein Gespräch. Sie hören das Gespräch zweimal. Dazu lösen Sie fünf Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Das Meer als Museum. Auf seinen Tauchexpeditionen rekonstruiert der Unterwasserarchäologe Florian Huber die Vergangenheit. Was sieht er dabei alles? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 12 bis 16. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt das Gespräch. Herr Huber, wie ist die Arbeitsatmosphäre unter Wasser? Einerseits ist das Atemgeräusch sehr laut. Andererseits ist das schon so normal für mich, dass ich es kaum noch höre. Man ist schwerelos im Raum und bewegt sich extrem langsam. Die Atmosphäre ist surreal. Außerdem gibt es viele Tiere. Ich habe viel Freude an der Zeit unter Wasser. Was genau sind Ihre Aufgaben während des Tauchens? Die sind sehr unterschiedlich. Ich fotografiere und filme, zeichne, vermesse und nehme Proben, die ich später untersuche. Es gibt in meinem Job keine Alltagsroutine, auch weil ich viel unterwegs bin. Mal tauche ich in einem Brunnen in Bayern, mal zu einem japanischen Schiffswrack in Mikronesien. Immer gleich ist nur das Ziel. Objekte aus der Vergangenheit zu finden und ihre Geschichte zu rekonstruieren. Als Taucher bin ich auf Zeitreise. Mal reise ich ins Mittelalter, mal in den Ersten Weltkrieg, mal in den Zweiten Weltkrieg. Oder noch viel weiter zurück, in die Zeit der Maya in Mexiko. Und wie geht es an Land weiter? Nach dem Tauchen mache ich die wissenschaftliche Analyse. Mit den Daten, die ich gesammelt habe, konstruiere ich am Computer dreidimensionale Modelle. Auch gehören zu meiner Arbeit Kostensammlung, Organisation und Logistik. Das Tolle an meinem Job ist die Kombination von Abenteuer und Wissenschaft. Und das Tauchen ist das Schönste. Besonders faszinieren mich Schiffswracks. Warum Schiffswracks? Jedes Schiff auf Meeresgrund erzählt eine eigene Geschichte. Es kommt von einem Ort und hatte ein Ziel. Und unterwegs ist etwas passiert. Ich finde das dramatisch. Es gibt auf der ganzen Welt drei Millionen Schiffswracks. Sie haben eine Firma für Forschungstauchprojekte. Von wem bekommen Sie Aufträge? Meine Kunden sind Universitäten, Organisationen wie Greenpeace, aber auch Firmen. Ich arbeite mit vier Meeresbiologen zusammen. Bevor ich meine Firma gegründet habe, hatte ich an der Universität in Kiel Unterwasserarchäologie unterrichtet. Sie halten Vorträge, schreiben Bücher und machen Dokumentarfilme. Ist Ihre Motivation dabei idealistisch? Auf jeden Fall. Es ist mir sehr wichtig, die Kultur zu schützen. Die Objekte unter Wasser, sie sind unsere Vergangenheit. Das Meer ist das größte und beste Museum der Welt. Illegale Schatzsucher sind wirklich ein Problem. Für historische Objekte aus dem Wasser gibt es einen gigantischen Markt und manche Leute zahlen dafür viel Geld. Wir Archäologen sind aber der Meinung, unser kulturelles Erbe gehört allen. Sie hören das Gespräch noch einmal. Herr Huber, wie ist die Arbeitsatmosphäre unter Wasser? Einerseits ist das Atemgeräusch sehr laut. Andererseits ist das schon so normal für mich, dass ich es kaum noch höre. Man ist schwerelos im Raum und bewegt sich extrem langsam. Die Atmosphäre ist surreal. Außerdem gibt es viele Tiere. Ich habe viel Freude an der Zeit unter Wasser. Was genau sind Ihre Aufgaben während des Tauchens? Die sind sehr unterschiedlich. Ich fotografiere und filme, zeichne, vermesse und nehme Proben, die ich später untersuche. Es gibt in meinem Job keine Alltagsroutine, auch weil ich viel unterwegs bin. Mal tauche ich in einem Brunnen in Bayern, mal zu einem japanischen Schiffswrack in Mikronesien. Immer gleich ist nur das Ziel. Objekte aus der Vergangenheit zu finden und ihre Geschichte zu rekonstruieren. Als Taucher bin ich auf Zeitreise. Mal reise ich ins Mittelalter, mal in den Ersten Weltkrieg, mal in den Zweiten Weltkrieg. Oder noch viel weiter zurück, in die Zeit der Maya in Mexiko. Und wie geht es an Land weiter? Nach dem Tauchen mache ich die wissenschaftliche Analyse. Mit den Daten, die ich gesammelt habe, konstruiere ich am Computer dreidimensionale Modelle. Auch gehören zu meiner Arbeit Kostensammlung, Organisation und Logistik. Das Tolle an meinem Job ist die Kombination von Abenteuer und Wissenschaft. Und das Tauchen ist das Schönste. Besonders faszinieren mich Schiffswracks. Warum Schiffswracks? Jedes Schiff auf Meeresgrund erzählt eine eigene Geschichte. Es kommt von einem Ort und hatte ein Ziel. Und unterwegs ist etwas passiert. Ich finde das dramatisch. Es gibt auf der ganzen Welt drei Millionen Schiffswracks. Sie haben eine Firma für Forschungstauchprojekte. Von wem bekommen Sie Aufträge? Meine Kunden sind Universitäten, Organisationen wie Greenpeace, aber auch Firmen. Ich arbeite mit vier Meeresbiologen zusammen. Bevor ich meine Firma gegründet habe, hatte ich an der Universität in Kiel Unterwasserarchäologie unterrichtet. Sie halten Vorträge, schreiben Bücher und machen Dokumentarfilme. Ist Ihre Motivation dabei idealistisch? Auf jeden Fall. Es ist mir sehr wichtig, die Kultur zu schützen. Die Objekte unter Wasser, sie sind unsere Vergangenheit. Das Meer ist das größte und beste Museum der Welt. Illegale Schatzsucher sind wirklich ein Problem. Für historische Objekte aus dem Wasser gibt es einen gigantischen Markt und manche Leute zahlen dafür viel Geld. Wir Archäologen sind aber der Meinung, unser kulturelles Erbe gehört allen. Ende hören Teil 3. Nun übertragen Sie Ihre Ergebnisse auf den Antwortbogen. Ende des hören. Роботу над частиною розуміння мови на слух завершено. Приступайте до виконання наступної частини тесту.